Woher kennen die Simpsons unsere Zukunft? Die Simpsons haben vorhergesehen, wann Queen Elizabeth sterben soll. The Simpsons predicted 9/11 in 1997. Dass die Simpsons in der Lage sind, in die Zukunft zu kommen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Kommt gerne mal mit auf Twitch vorbei. Wir haben eben einen kurzen Discord-Talk mit einem aus der Community gehabt. Und das will ich jetzt in nächster Zeit öfter machen, mit euch reden. Deswegen joint den Discord, schickt Videovorschläge rein und kommt mit auf Twitch vorbei. Dann machen wir das möglich auf jeden Fall. Wir gehen heute in eine miese Recherche rein. Und zwar heißt das Video: Woher kennen die Simpsons unsere Zukunft? Wir haben uns schon die ein oder andere Simpsons-Recherche reingezogen und ich muss sagen, ich finde die Sachen, ich finde das sehr, sehr interessant und es ist auch immer wieder sehr schön und entertaining so. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Simpsons, man, Alter, gib mir die Simpsy-Vibes. Woher kennen die Simpsons die Zukunft? Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal und es geht los. Let's go. Ski! I like that. I like that. Performance by Lady Gaga was predicted by The Simpsons Show back in 2012. Die Simpsons haben vorhergesehen, wann Queen Elizabeth sterben soll. The Simpsons predicted 9/11 in 1997. Dass die Simpsons in der Lage sind, in die Zukunft zu kommen. Von einem dreieugigen Fisch über Donald Trump als Präsident bis hin zum 9/11. All das sollen die Simpsons bereits weit vorher angekündigt haben. Was steckt dahinter? Ist das alles nur ein Zufall? Ist es eine geheime Weltordnung, die uns mittels der Simpsons ihre Pläne zeigen möchte? Oh shit, wir sind da, meine lieben Freunde, Alter. Schön die Aluhüte aufziehen. Geheime Weltordnung ist unser Stichwort, ja? Ist unser Stichwort. Aluhütchen kurz in den Kühlschrank reinlesen. Reinlesen, sage ich. Reinlegen und dann aufsetzen, könnte heiß werden hier. Oder gibt es für all das womöglich eine viel rationalere Erklärung? In diesem Video gehe ich dem Ganzen auf den Grund. Die Simpsons-Verschwörung, Bruder, wir sind da. Also ich habe ja auch schon öfter mal was dazu gesagt, so, ne? Und bin da immer noch ein bisschen im Zwiespalt, so. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die ein oder anderen Vorhersagen gemacht wurden, auf jeden Fall. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das auch mit Fantasie zu tun hat, weißt du? Dass der Serien-Creator halt auch einfach eine gute Fantasie hat. Und von den Sachen, die ihr alle quasi für die Zukunft vorhergesagt hat, sind auch nicht alle eingetroffen, weißt du? Ist ja nur ein kleiner Teil, der dann wahr geworden ist, glaube ich auf jeden Fall. Gibt ja auch einige Sachen, die nicht wahr geworden sind. Und das würde ein Indikator dafür sein, dass er auch auf jeden Fall Zufall eine Rolle spielt, so. Ihr könnt mir gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Ist natürlich auch schon sehr viele Zufälle, in Anführungszeichen, dass man da ein bisschen hellhörig werden könnte. Aber ja. Wenn nicht, also wenn das nicht so ist, dann schreibt mir gerne auch rein, was es denn sonst ist. Es gibt wenige Animationsserien, die so beliebt sind wie die Simpsons. Seit ihrer ersten... Die Simpsons, na Mann. ...Ausstrahlung im Dezember 1991 gibt es mittlerweile über 750 Folgen, verteilt in 35 Staffeln. Die Serie begleitet die Familie Simpsons, die in einer Kleinstadt namens Springfield lebt. Wo genau diese ist, weiß keiner so genau. We all know they live in Springfield, that part's obvious, but the state has always been a question. Springfield, eh? What state? I can't imagine we're allowed to say. Doch. Ah, krass, okay. 30... Vielleicht in der Antarktis. An Laufzeit und hunderten Episoden ist den treuen Fans der gelben Familie aus Springfield etwas aufgefallen. Und wer von euch hat Simpsons reingezogen oder zieht Simpsons rein? Eins in den Chat. Also ich muss sagen, ich habe Simpsons auch hart gesuchtet, wenn ich das so sagen darf. Einer schreibt gerade, 9/11 wurde vorhergesagt, mehrmals. Ja, hey, guck mal, die World Trade Center wurden ja auch schon mal angegriffen, weißt du? Das sagen auch nicht viele Leute. Also die World Trade Center wurden auch schon mal angegriffen. Da war wohl mal ein Bombenanschlag unten in der Lobby oder so ein Shit. Oder eine Warnung von einem Bombenanschlag. Und dann ist es eigentlich auch nicht so weit hergeholt, dass man da eine Serie macht, wo man dann sagt, ey, die werden jetzt komplett angegriffen oder fliegt ein Flugzeug. Weißt du, wie ich meine, so? Weiß ich nicht, Digga. Dann zu sagen so, nee, das wurde hundertprozentig vorhergesagt, die haben uns gesagt, dass es dann und dann stattfinden wird, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Entstand ein Mythos. Aber was steckt dahinter? Und was haben die Simpsons denn nun vorhergesagt? Das ist Blinky, ein dreieugiger Fisch.
Seine erweiterte Sehkraft verdankt er dem Atommüll, welchen das Kernkraftwerk Springfield fleißig... Der Bruder hat dritte Auge offen, ja? ...in Gewässern verteilt. Knapp 20 Jahre nach der Veröffentlichung der Folge fischen einige Fischer in Argentinien dieses Ding hier an Land. Einen dreieugigen Fisch. Ein Zufall? Das Internet sieht das anders. 2005 erscheint eine Folge, in der... Was denkt ihr denn, Dicker? War das jetzt eine Vorhersage? Die wussten ganz genau, dass sie diesen dreieugigen Fisch finden werden, Dicker. Weißt du, was ich meine? Ich tue mich damit schwer zu sagen, ja, die haben das vorhergesagt. Homer nach Kanada reist, wo ihm legales Marihuana angeboten wird. It is Mr. Homer, my favorite customer. 2018 wird Gras in Kanada legalisiert. 2012 wird eine Folge veröffentlicht, in der Lady Gaga während eines Gigs an Drahtseilen über die Menge fliegt. 5 Jahre später passiert genau das während eines Super Bowls-Auftrittes. 2016 soll... Okay, der geht da voll schnell durch. Michelangelo David verhüllt werden, weil ihn einige Menschen zu pornografisch halten. Tja, die Simpsons wussten es bereits 1990. Is it a masterpiece or just some guy with his pants down? 1994 wird eine Folge gezeigt, in welcher eine Köchin der Grundschule von Springfield Pferdefleischreste in das Essen gibt. Ein Skandal. 2013 wiederum passierte etwas Ähnliches. Die Marke Tesco Burger erhält Anschuldigungen, dass ihre angeblichen Beef... Es ist halt so, ich frag mich dann so, okay, wie könnte das passiert sein, weißt du? Könnte es sein, dass die Serienersteller zum Beispiel dann bei dem ersten Mal, wo die vielleicht was zufällig vorhergesagt haben, gesehen haben, dass das wirklich wahr geworden ist und dann immer mehr damit gespielt haben und so viele Dinge wie möglich versucht haben vorherzusehen. Aber du kannst ja auch gewisse Prognosen für die Zukunft machen, so. Du kannst dich ja hinsetzen und gucken, okay, wie ist aktuelle Gesetzeslage, Marihuana und so, könnte das eventuell sein, dass das irgendwann legal wird, könnte sein, Wahrscheinlichkeit ist so und so viel Prozent, ausrechnen, packen wir in die Serie mit rein, wenn das so ist, dann werden die dann sagen, okay, wir haben das vorhergesagt, dann wird die Serie wieder mehr Einschaltquoten haben, ganze Verschwörungstheoretiker werden darüber reden etc. pp. Kann ich mir vorstellen, Digi, weißt du? Auf der anderen Seite, keine Ahnung, vielleicht gucken die Leute Simpsons und sagen, okay, die haben da mal Pferdefleisch drin gehabt in einer Serie, wir machen das auch mal in der Schule. Was weiß ich, Digga, weißt du? Oder es ist eine miese Verschwörungstheorie und das sind irgendwelche mächtigen Eliten, die hinter den Simpsons stecken, die uns schon vorher sagen, was passiert und wir müssen nur die Simpsons gucken und wir wissen, wo die Welt hingeht. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Zu 29% aus Pferdefleisch bestanden. Nach dem Skandal fiel die generelle Nachfrage in Supermärkten nach tiefgekühlten Burger-Patties um 43%. Für viele Verschwörungstheoretiker ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Woher wissen die das alles? Ist das der Beweis für die Ex-Menschen oder die Eliten, die alles beherrscht? Darauf komme ich später im Video noch einmal zu sprechen. Davor möchte ich euch den Partner des heutigen Videos vorstellen. World of Tanks. Haut's, erstmal kurz Werbung machen, na Mann. World of Tanks, Bruder, ja, hör doch auf. Wie kannst du für so ein Shit Promo machen, bruv? Mach dich unsympathisch, sag ich dir ehrlich. Spielen und danke an World of Tanks für die Unterstützung meines Kanals. Nun lassen sich die vorherigen Vorhersagen noch als einfacher Zufall... Die vorherigen Vorhersagen, na Mann? ...tun. Doch bei den folgenden wird das weniger der Fall sein. Aber lasst mich erklären. 1993 erscheint die Folge March in Chains. In dieser Folge verbreitet sich eine aus dem asiatischen Gebiet stammende Krankheit in... Okay, jetzt sind wir da, Freunde. Spätestens jetzt sind wir drin. ...Amerika wie ein... Coronavirus it in, man. ...Feuer. Die Osaka-Grippe. The dreaded Osaka flu. Aber das ist ja auch nicht so weit hergeholt, meine lieben Freunde. Es gab doch schon öfter mal spanische Grippe, die Pest, dies, das, bla bla bla. Weißt du was? Ich meine, da muss man doch einfach nur ein bisschen realistisch sein. Hit Springfield with over 300 cases now reported. Die medizinischen Ratschläge, welche von den Ärzten gegeben wurden, erinnern stark an die Maßnahmen während Covid-19. Auch fand man nicht eine direkte Heilung und empfahl bloße Bettruhe wie bei Covid. Aber auch vor der Wissenschaft scheinen die Simpsons nicht Halt zu machen. 1998 möchte Homer Simpson zum nächsten großen Erfinder werden und schreibt etliche verschiedene Sachen an eine Kreidetafel. Doch was ist das? Homer beschreibt anscheinend, ohne es zu wissen, eine Gleichung zur Berechnung der Masse des sogenannten Higgs-Boson-Partikels auf. Okay, krass. Das ist ein Elementarteilchen, auf welchem alle anderen Teilchen und somit das gesamte Universum zugrunde liegt. Scherzhaft wird es auch manchmal als Gott-Partikel genannt.
Das Mysteriöse daran ist, dass die Berechnung der Masse des Partikels erst 2012 final möglich war. Und okay, das ist jetzt schon eine wilde Geschichte, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. War der Unterschied der Masse... Ist das die genaue Berechnung? ...von den Simpsons und dem echten Teilchen nur minimal. Ah, minimaler Unterschied. Wie konnten die Autoren das nur wissen? Das ist krass. Genauso unwahrscheinlich... Bro, bleib doch drin im Thema, ich will das wissen jetzt. Das ist jetzt das erste Thema, wo ich hellhörig werde. Scheint die Prophezeiung von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten 2016. Im Jahr 2000 wurde nämlich eine Folge veröffentlicht, in welcher Lisa die neue Präsidentin der USA ist und dabei erwähnt, dass sie doch vom Präsident Trump eine ziemliche Haushaltskrise geerbt bekommen hat. 16 Jahre vor seiner Wahl zum Präsidenten. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Doch all das ist nichts im Vergleich zu der wohl prominentesten... Das ist schon auch krass mit der Trump-Geschichte, ne? Bei der Trump-Geschichte hatte ich nämlich mal gehört, das ging da aber um eine andere Serie. Also es gab wohl mal eine Folge, die auch für wirklich als Promo-Zweck oder Wahlkampfkampagne war. Das war gar keine richtige Folge, das war nur so ein Clip oder so, weißt du? Aber dass das 16 Jahre bevor Trump Präsident, oder wie viele Jahre, was hat er gesagt? ...und dabei erwähnt, dass sie doch vom Präsident Trump eine ziemliche Haushaltskrise geerbt bekommen hat. Ja, 16 Jahre, Digga. 16 Jahre vor seiner Wahl zum Präsidenten. Doch all das ist nichts im Vergleich zu der... ...prominentesten Vorhersage der Simpsons. Nein... Aber das mit dem Higgs-Boson fand ich bis jetzt am krassesten, weil auch mit der Trump-Geschichte, das kann man halt, okay, der war damals wahrscheinlich schon ein heftiger Milliardär mit seinen Hotels, dies, das, bla bla bla, könnte man sagen, so, ah, der geht, könnte man jetzt sagen, die haben sich einfach irgendeinen Milliardär genommen und haben den dann als Präsident, also da kann man sich noch irgendwie drum rumwinden, aber mit diesem Higgs-Boson, Digga, das war schon heftig. 11. Jetzt 9-11, Digga, so. Aluhüte jetzt aus der Gefriertruhe rausholen und aufsetzen. Folge der City of New York vs. Homer Simpson. Fährt die Familie Simpson... Das ist krass, Digga, guck mal hier, 9-11, New York. New York. Dabei zeigt Bart auf eine Zeitschrift, auf welcher ein New York-Trip für nur 9 Dollar angeboten wird. Direkt daneben sieht man die Silhouette der Twin Towers, welche wie eine Elf aussehen. Der schlagende Beweis für 1000 Fans der Serie. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Macht er jetzt noch eine Dings hier oder was? Seine eigene Meinung? Ein dreieugiger Fisch. Nee, haben wir nicht. Corona-Maßnahmen, Donald Trump und letztendlich 9-11. Vieles steht fest. Da steckt mehr dahinter. Die Zukunft lässt sich besser vorhersagen, als man denkt, sagt Al Jean, einer der Originalautoren der Simpsons. Da sind wir jetzt da. Das auch geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was ich gesagt habe, glaube ich. Damit hat er vermutlich gar nicht so unrecht. Schließlich sind die Simpsons eine der längsten Serien aller Zeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich nichts aus den 760 Folgen bewahrheitet, wäre viel unwahrscheinlicher. Das nennt man das Gesetz der wirklich großen Zahlen. Je nachdem, was man als wirkliche Prophezeiung sehen möchte, kommt man nur auf eine Handvoll Vorhersagen, welche wirklich in Erfüllung gegangen sind. Ist so. Acht dem sogenannten Survivorship Bias wird sich dabei nur auf die erfolgreichen Prophezeiungen konzentriert. Das ist das, was ich meinte. Die unzutreffenden unbeachtet gelassen werden. Einige der Vorhersagen lassen sich auch durch etwas Kontext bzw. Fantasie erklären. Die angekündigte Präsidentschaft von Donald Trump klingt deutlich realistischer, wenn man weiß, dass er bereits zur Zeit der Ausstrahlung der Folge gesagt hat, dass er später einmal kandidieren möchte. Auch Siehst du? Die Sache mit dem Gottpartikel lässt sich erklären. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Das ist das Einzige, wo ich noch so ein bisschen skeptisch war gerade. Folge arbeitete David Cohen mit, welcher einen mathematischen Hintergrund hat. Zu diesem Zeitpunkt konnte man die Masse des Higgs-Boson-Teilchens bereits erahnen, allerdings nicht final beweisen. Dass die Vermutung nicht sonderlich weit weg von der Realität lag, ist dementsprechend auch nicht so unwahrscheinlich. Und das mit 9-11? Manchmal spielt nun mal auch der Zufall eine Rolle. In einem Interview sagt der Produzent Bill Oakley, 9 Dollar wurden als komisch günstiger Preis ausgewählt. Und ich gebe zu, dass es unheimlich ist. Aber wenn man bedenkt, dass es sich um eine einzige Folge einer Serie handelt, in der ein ganzer Akt aus Witzen über das World Trade Center besteht. Ah, ein ganzer Akt aus Witzen über das World Trade Center. Aber Bro, das 9-11 ist auch... Das überzeugt mich jetzt gerade nicht, Digga, sag ich dir ehrlich.
Weil 9-11 halt wirklich auch, boah, das ist halt auch eine heftige Sache so, ne, was da passiert ist. Wird uns also durch die Simpsons die Zukunft vorhergesagt? Vielleicht, vielleicht aber auch. Was glaubt ihr denn, Chat, ja? Schreibt mal was rein. Schreibt mal, macht mal eine 1 in den Chat rein, wenn ihr sagt, dass die Simpsons uns die Zukunft vorhersagen. Die wissen schon, was passiert und die sagen es uns quasi. Macht mal eine 2 rein, wenn ihr sagt, es könnte irgendein, das könnte auch irgendwas anderes noch sein. Muss nicht unbedingt sein, dass die jetzt irgendwelche heftigen Illuminati, was weiß ich. Weißt du, was ich meine? Einiges kann man erklären. Einige Sachen sind womöglich nur Unglück. Einer schreibt, warum gibt es keine Vorhersagen bei Family Guy? Wer weiß, ob die überhaupt sich darauf so quasi spezialisieren, weißt du? Bei den Simpsons ist das ja schon so ein bisschen Teil des Konzepts, glaube ich, über die Zukunft zu reden oder Szenarien über Zukunftsereignisse aufzubauen quasi so, weißt du? Oder? Zufälle. Und in vielen Szenarien wird vermutlich auch einfach nur zu viel hineininterpretiert. Aber auch verschiedene Fakes führen dazu, dass der Glaube entsteht, bei den Simpsons könnte etwas nicht stimmen. Beispielsweise entpuppt sich die Vorhersage der Queen als Fake. Und das ist bei weitem kein Einzelfall. Inwiefern? Aber du sagst es jetzt so einfach, aber ich will das, du musst das ja mal richtig debunken, mein Jutster. Abschließend lässt sich sagen, dass die Autoren einfach aufmerksam sind und ihre Skripte nach offensichtlich möglichen zukünftigen Geschehnissen schreiben. Oder glaubst du dennoch, dass hinter den Vorhersagen der Simpsons doch mehr steckt? Ich weiß, das Ergebnis ist etwas enttäuschend, aber ich hoffe, euch hat das Video nicht enttäuscht. Lasst mir gerne... Geht, Bro. Geht. Ich finde, du hättest noch ein bisschen tiefer reingehen können bei den ein oder anderen Themen. Nicht einfach nur Sachen behaupten, sondern auch mal gucken, dass du noch ein paar Argumente findest, so ein bisschen, weißt du? Ein Like und ein Abo auf diesen Kanal da. Mein Ziel für dieses Jahr sind es, die 100.000 Abonnenten zu knacken. Meins auch. Also, lasst ein Abo da, meine lieben Freunde. Wir wollen mal die 100.000 hier knacken auf dem Highlight-Kanal, Digga. Das kann doch nicht wahr sein, Jungs, Mädels. Macht mal mit jetzt hier. Ich weiß nicht, wie viele Prozent, aber es gibt einige, die den Kanal schauen und nicht abonniert haben. Let's get it. Wir sehen uns nächste Woche. Next Weekend in Man, Alter. Cooles Video trotzdem, oder? Muss man schon sagen. War jetzt nicht verkehrt. Liebe geht raus an den Videoersteller. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Schreibt eure Gedanken zu den Simpsons unten in die Kommentare rein. Dabei war alles, weil dabei war alles, weil wir waren ja schon dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ich liebe euch. Peace out.